Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Yoga-Einheit. Ich bin Katharina und ich möchte heute mit dir ein Yoga-Kurzprogramm machen. Und zwar haben die meisten von uns relativ wenig Zeit im Alltag und oft ist dann auch nicht die Zeit, um 60 oder gar 90 Minuten eine Yoga-Einheit zu machen. Und dieses Yoga-Kurzprogramm verschafft dir trotzdem in nur 11 Minuten ganz viel neue Kraft und Energie für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele. Dann lass uns direkt anfangen mit einer kleinen Aufwärmübung. Wir fangen an mit Sonnengrüßen. Mit dem Einatmen bring deine Arme nach oben, werde lang. Ausatmen, komm nach vorne in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge, gerader Rücken parallel zum Boden. Ausatmen, platziere deine Hände auf der Matte, tritt nach hinten in die Planke, bring Knie, Brust und Kinn zum Boden, leg dich auf den Bauch ab. Mit dem Einatmen komm in die Cobra, sanfte Rückbeuge. Ausatmen in den herabschauenden Hund. Einatmen, wander mit deinen Füßen nach vorne, komm wieder in die Vorbeuge. Einatmen, bring die Arme nach oben. Ausatmen, Hände ins Anjali Mudra. Und noch eine Runde mit dem Einatmen, bring die Arme nach oben. Ausatmen, in die Vorbeuge. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, platziere die Hände auf der Matte, tritt nach hinten in die Planke. Komm wieder über Knie, Brust, Kinn oder diesmal über die Liegestütz in die Bauchlage. Einatmen, Ellbogen ziehen nach hinten in die Cobra. Ausatmen, herabschauender Hund. Einatmen, wander wieder mit deinen Händen nach vorne. Ausatmen in der Vorbeuge und mit dem nächsten Einatmen. Komm wieder nach oben, streck dich, bring die Hände ins Anjali Mudra. Nimm dir einen Moment nachzuspüren. Sonnengrüße bringen den ganzen Kreislauf in Schwung. Wie geht's deinem Körper jetzt? Einmal tief ein- und ausatmen. Und dann machen wir weiter mit einer Umkehrhaltung. Heute will ich mit dir den herabschauenden Hund machen. Von daher lass uns noch einmal einatmen. Bring die Arme nach oben. Ausatmen in die Vorbeuge. Platziere deine Hände auf der Matte. Tritt zurück und komm direkt in den herabschauenden Hund. Hände ungefähr schulterbreit auseinander. Füße ungefähr hüftbreit. Du kannst hier gern Knie beugen und strecken oder auch sonst die Bewegung machen, die sich gut anfühlt. Dein Steißbein zieht Richtung Decke. Kopf und Nacken sind ganz entspannt. Umkehrhaltungen sind ganz wunderbar geeignet, um dein Herz-Kreislauf-System in Schwung zu bringen. Umkehrhaltung bedeutet einfach, dass dein Kopf der niedrigste Punkt ist. Dadurch fließt mehr Blut und damit auch mehr Sauerstoff ins Gehirn. Müdigkeit verfliegt, Konzentrationsfähigkeit steigt, also ganz viele positive Effekte für deinen Körper und auch für deinen Geist ist es eine ganz wunderbare Möglichkeit, mal Dinge aus einem ganz anderen Blickwinkel zu beachten, eine ganz neue Perspektive einzunehmen. Kann unglaublich, ja, beruhigend und auch gleichzeitig aktivierend wirken. Genau, ich empfehle dir die Position für ungefähr 2 Minuten zu halten, dass dein Körper auch so richtig die Effekte nutzen kann. Und du kannst natürlich auch jede andere Umkehrhaltung machen, Schulterstand, Kopfstand oder sogar Position des Kindes, solange dein Kopf eben der niedrigste Punkt ist. Und dann bring hier deine Knie zum Boden und komm für einen Moment in die Position des Kindes. Bring deine Stirn zum Boden. Nimm dir hier die Zeit, nachzuspüren. Was sagt dein Herz? Was sagt dein Kopf?
nach der Umkehrhaltung. Nimm zwei, drei tiefe Atemzüge, um hier ganz bewusst die Effekte der Umkehrhaltung zu verarbeiten. Wunderbar. Und dann roll dich langsam wieder nach oben. Als nächstes möchte ich mit dir eine Vorbeuge machen. In dem Fall Paschimottanasana, die Vorbeuge im Sitzen. Finde ich hier einen geraden Sitz, Beine nach vorne ausgestreckt, Zehen zu dir herangezogen. Schau, dass du gerade Aufrichtung in der Wirbelsäule findest. Wir atmen ein, Arme gehen nach oben und mit dem Ausatmen aus der Hüfte mit geradem Rücken kommen nach vorne, so weit wie es geht für dich. Wie immer bei mir im Yoga, es ist egal, wie tief und intensiv du in die Asanas, also in die Position gehst. Wichtig ist, dass du den Effekt für dich spürst. Vorbeugen sind wunderbare Dehnmöglichkeiten, gerade Paschimottanasana. Du wirst spüren, die ganzen Beinunterseiten werden gedehnt, der Rücken wird lang, gleichzeitig kriegen deine Organe eine schöne Massage, reinigt und hilft bei der Entgiftung. Außerdem werden durch Vorbeugen wird das parasympathische Nervensystem aktiviert, das heißt, sie beruhigen und bringen dich ganz in Verbindung mit dir selbst. Mit jedem Atemzug werde lang im Rücken, mit dem Ausatmen komm vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Vorbeuge. Auch hier ungefähr 1,5 bis 2 Minuten. Dann komm hier ganz langsam wieder nach oben. Werde noch einmal lang in der Wirbelsäule. Einmal tief ein- und ausatmen. Als nächstes möchte ich noch eine Drehung mit dir machen, und zwar den sitzenden Twist. Du bist schon in der guten Ausgangshaltung. Wir machen den halben gedrehten Sitz. Deswegen lass dein linkes Bein gerne ausgestreckt. Dein rechtes Knie winkelst du an. Setz dann deinen rechten Fuß auf die linke Seite deines linken Beines. Mit deinem linken Arm umarmst du dein rechtes Knie. Deinen rechten Arm setzt du hinter deiner Wirbelsäule ab. Mit dem Einatmen wirst du ganz lang. Mit dem Ausatmen twistest du nach rechts. Dein Blick weist dir den Weg nach hinten. Einatmen, du wirst lang. Ausatmen, du gehst noch weiter in die Drehung. Auch Drehungen regen die Organe an, sind ganz wunderbar geeignet, um eben die Entgiftung zu stärken, die Wirbelsäule ganz in ihre Mobilität zu bringen. Und dann löst die rechte Seite, streck dein rechtes Bein wieder aus, winkel dein linkes Bein an. Bring den Fuß auf die Außenseite, umarm dein linkes Knie mit dem rechten Arm, platziere deine linke Hand hinter deiner Wirbelsäule, einatmen, lang werden, ausatmen, komm in die Drehung. Einatmen, lang werden, ausatmen, immer weiter in die Drehung. Wunderbar. Und dann löse auf die linke Seite, streck deinen Fuß nochmal aus. Zum Abschluss jeder Yoga-Einheit kommen wir in Shavasana. Leg dich dazu ganz entspannt auf deinem Rücken ab. Füße klappen auseinander, Hände sind nach oben geöffnet. Schließ deine Augen, atme tief ein und aus.
Shavasana ist mit die wichtigste Position im Yoga, denn hier erlaubst du deinem Körper, die ganzen Übungen auf dich wirken zu lassen, die Energie, die du aktiviert hast, sich im Körper verteilen zu lassen. Es gibt ja auch einfach noch die Möglichkeit, nochmal zu verarbeiten, was passiert ist. Ganz entspannte Bauchatmung. Und dann bring ganz langsam wieder Bewegung in deine Finger und deine Zehen. Streck dich vielleicht einmal, mach die Bewegung, die sich gut anfühlt für deinen Körper. Roll dich auf deine Lieblingsseite und komm dadurch wieder ins Sitzen. Noch ein tiefer Atemzug im Sitzen, um wieder ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Ich sage danke, dass du da warst. Ich hoffe, dieses 11 Minuten Kurzprogramm hat dir gefallen und du kannst es möglichst oft in deinen Alltag einbauen. Bis zum nächsten Mal.